Happy birthday to you. Tada. Auspusten. Hey, bravo. Noch mehr. Skadi, fährst du Fahrrad? Ich halte dich. Ta ta Papa, ta. passt auf. Papa, passt auf. Ja, genau, du machst das so toll. Das war's. Tschüss. Tschüss, wo willst du hin? Skadi, gehst du schon los? Den Geburtstag haben wir überstanden. Jetzt wartet meine Tochter schon darauf, dass ich sie in die Schule bringe. Heute gibt's einen Auftrag. Heute repariere ich einen Plattenreifen. Fantastisch, Wahnsinn, super. Guten Morgen. Bin total fertig, ey. Bist auch müde? Der Tag beginnt früh bei der Nuki. Ja, Inuki geht jetzt auf alle Fälle in die Schule. Die sehen wir dann heute Abend wieder. Und mich sehen wir gleich im Fahrradladen. Also bis gleich. Guten Morgen hier in dieser wunderschönen Arena. Nennen wir es Fahrradladen im Keller in Berlin. So. Heute zeige ich euch, wie man einen Schlauch wechselt bei einem Trekkingrad. Das habe ich euch schon 100 Mal gezeigt, aber ich zeige es immer, immer wieder. Das nächste hinterher. Schau mal an. Vorderrad platt. Mit Spezialschlüssel. Hast du den Schlüssel auch? Nein, ich habe keinen. Den? Den brauchst du aber, ne? Wenn du den mal selber machen willst. Ohne den Schlüssel kannst du das nicht wechseln. Jetzt holen wir einen Schlauch. Einen neuen Schlauch. Was ist das normale Ventil? Tour 26. Und mal 26 Zoll normales Ventil. Machen wir mal schnell. Noch bin ich ja da. Normales Ventil. Doch, MTB 26 haben wir noch. Rein. Ja. Schlauch, Gummi, der Mantel ist aber nicht mehr so schön, ne? Musst du irgendwann mal tauschen auch, ne? Wo liegen wir denn in der Zeit? Eigentlich schlecht 2 Minuten, 3 Minuten.
Und ich mach mal aus. Jetzt kontrollieren, nicht vergessen, niemals vergessen zu kontrollieren. Dann steht man da, macht es am Ende zweimal. Zeit kommt. Und wieder drauf. Immer gleiches System. Loch oben. Schlauch von der Seite. Gerade drauf. Rüber. Schreib mir nicht an, du. Was? Ja, schreib mir nicht an. Polizei hier. Ja, Polizei, du bist schon so Polizei. Hallo. Also. Kannst du meine Lenker machen? Ich kann nicht, ich bin ja gleich wieder weg. Ich bin ja eigentlich hier heute. Worum gehst du? Na, ich hab ja nicht offen, eigentlich. Der Mann? Das ist nur ein Notfall. Boah, Dicker. Ja, was? Oh, Dicker. Walla. Was denn? Walla, Willa, ja. Walla, Willa. Willa, Walla. Willa, Walla, Willa, Walla. Wo liebst du Frau? Ja, ich lieb Berlin. Berlin, Berlin. Walla, mich auch Berlin lieben, Nika. Ich auch Berlin lieb. Frau. Dein Liebe, dein Frau, küsst deine Frau, Dicker. Ja, ich küsse meine Frau. Heide, heide. Komm, muss mal wieder da, kommen die ganzen Bekloppten aus der Löcher. So ist das. Alle verrückt, alle verrückt. So, neuer Schlauch. Jetzt einbauen. Da, da. Oh, 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 geht denn hier? Jetzt aufpumpen. Willst du den alten Schlauch mitnehmen? Möchtest du den alten Schlauch mitnehmen? Hm. Nein.
Das ja. Rollt doch nicht gut. Und Licht funktioniert auch nicht. Funktioniert nicht hier? Nein, nein. Das ist halt. Ach, hier kann ich die Bremse ist nicht so. Bremse ist nicht gut. Ja? Mal hier nochmal gucken, ob wir einstellen können. Ah, Schlüssel holen. Nicht spezial. Das ist normal. Nochmal 10er Schlüssel. Schlecht damit so, ey. Abgebremst. Schnell hoch. Gut. Gut. Hier sitzen, Hoch runter, wo ist auch Spezial? Spezial, Spezial, alles Spezial. Ja, das ist so ein spezielles. Tja, 11 Minuten 38 ist jetzt nicht die Traumleistung, aber noch Sattel runterstellen und noch Bremse einstellen, sich noch wundern. Ja, also ich denke mal, in 5 Minuten ist man erledigt, ist man normalerweise durch mit dem Schlauchwechsel. Und habe mich noch 1 Euro runterhandeln lassen. Na, also selber runtergehandelt. So, damit schließe ich jetzt aber und wir sehen uns dann ja, mit dem Tagesablauf wieder im nächsten Video. Also bis dann, ciao. Ja, die Fahrradreparatur habe ich gemacht. Den Plattenreifen habe ich gewechselt. Das seht ihr in einem anderen Video. Und jetzt werde ich das Rad zurückbringen. Dann ja, werde ich das quasi wieder ausliefern. Ja, so mache ich das. Tommy hat wieder was gekauft, natürlich, ja, jeden Tag kauft er irgendwie was, ich bin echt so ein Junkie, so ein Kaufjunkie, ist unglaublich. Also zuerst mal habe ich eine Vase gekauft, die fand ich schön, die fand ich toll, das ist Jugendstil, auf alle Fälle ist das Jugendstil, ja. Ist nicht sehr meisterlich bemalt, aber ist bemalt immerhin, ist auch signiert, also nicht signiert, sondern ist bezeichnet mit echt Handmalerei. Damit man es auch glaubt, ist von C. Scherzer und Co. Dafür steht das Z und das S und das und Co. Bavaria. Ja. Schöne kleine Vase. 10 Euro habe ich bezahlt. Fand ich nett und naja, meine Frau findet sowas auch schön. Habe ich mir gedacht, ach, hol ich mal eine Vase. Wir haben ja so wenig. Jetzt wahrscheinlich wieder, um Gottes Willen, noch eine Vase. Noch eine Vase. So, dann habe ich was wirklich Schönes geholt. Hier eine Art Deko-Lampe. Art Deko Deckenfluter. Also der ist wirklich toll. Der ist wirklich toll. Mann, ist der toll. Schaut mal rein, oben. Hier, die Birne habe ich schon rausgenommen. Die ist hier. Hier Waldtierbirne. Also damit hat man Stromverbrauch wahrscheinlich wie ein Kraftwerk, wie ein Heizwerk. Schraub die mal so ein. So sieht das aus von oben, denn so groß ist sie. So hoch ist sie. Sie hat hier einen Bakelitschalter oder ähnliches zum An- und Ausmachen. Also es ist ein altes Modell. Es ist Art Deco.
und es kommt mir sehr bekannt vor. Ich hoffe, dass ich jetzt mal einen Treffer gelandet habe, irgendein Designstück hier ergattert habe. Es wurde einmal ein neues Kabel unten eingeführt, zumindest wurde es, naja, ein neues Kabel versucht zu installieren, zumindest äußerlich. Innen ist noch das alte Kabel verlegt, sie funktioniert im Moment nicht, vermutlich ist das Kabel gebrochen oder so. Hier sieht man noch ein Stück vom alten Kabel, das ist dieses braune Stoffummantelte, ist das alte. Da wird ein bisschen gefrickelt und hier ist dann die Listerklemme mit dem neu angestückelten Kabel aus den 60er Jahren, 50er, 60er Jahre. Wird natürlich wieder zurückgebaut zum alten. Es ist sehr schwer, es ist erst sehr stabil und schwer. IKEA hat, glaube ich, das Modell neu aufgelegt. Ich glaube, abgekupfert. Also ich glaube, das ist eins der tatsächlich am häufigsten kopierten Modelle, die es so gibt. Ich muss jetzt nur noch mal rausfinden in meinem Gehirnkram, wer hat dieses Modell designt. Ja, weil nur dann weiß man natürlich, was man hat auch. So ist es jetzt. Es ist ein Original, es ist ein altes Stück, ein originales. Total genial. Eine Lampe. Wunderschön. Stehlampe. Tada. Eisengussfuß. Und dann ist es so bronziert oder wie sagt man, so patiniert. Ja, tolles Teil. 20 Euro habe ich dafür bezahlt. Es ist wirklich lächerlich. Angesichts dessen, er meinte, naja, die funktioniert gerade nicht. Aber der Schalter schaltet ja. Also der Schalter scheint zu funktionieren. Es wäre schade, wenn man den tauschen müsste. Ich denke, es liegt am Kabel. Und angesichts dessen, dass wirklich ja nur ein Kabel durchgeht, ist es ja eine relativ simple Geschichte. Man hat einen Schalter, man hat eine Fassung und man hat das Kabel. Und diese drei Dinge muss man miteinander verbinden, kombinieren. Und ich glaube, das kriege ich gerade noch so hin. Ich recherchiere mal und vielleicht finde ich heraus, wer die Lampe gebaut hat, designt hat. Und dann melde ich mich nochmal. Und wenn nicht, melde ich mich auch nochmal. Danke für dich. Danke. Ja, Kaffee, Tee, Liebzeug. Ja, wir haben nicht das nie gemacht. Da hast du das nie angesagt vorher? Ich habe geschrieben zum Kaffee und Kuchen. Ich brauche ein bisschen mehr. Muss neu sein in der Familie. Ich weiß nicht, wie das geht, zu sparen. Wir haben eine Suppe bekommen, die ist echt voll. Normalerweise ist sie immer halb bedeckt. Los geht's. Ein sehr leckeres Essen. Ist beendet. Noch ein wenig Zweisamkeit gab und nur gelästert. Ich habe letztens einen Bericht gelesen. Über Zweisamkeit. Da ging es um eine Bloggerin, die hat an einem Hotel angefragt in Dubai, eine Britin, ob sie da umsonst Urlaub machen kann und dafür dann das Hotel dort mit erwähnt in ihrem Blog und sowas vorstellt. Ne? Daraufhin hat der Hotelbesitzer sich fürchterlich über Blogger aufgeregt. Was für eine dumme Idee sie da kommt und bescheuert man, oder weiß ich was, natürlich nicht so wortwörtlich, aber was ja, die Frechheit ich bin ist. Nämlich auch ein Blogger, ich wollte nämlich auch gerade, interessant, wollte ich in Dubai mal? Auf jeden Fall eine Riesenfrechheit. Ja, na, was die sich einbilden, war, dass sie alles umsonst kriegen. Und jetzt hat sie eine Rechnung von ihm wohl dadurch, dass sie hat diesen Brief und sowas das öffentlich Brief gemacht. Und jetzt hat ihr eine Rechnung geschrieben von, weiß ich nicht, 400.000 Dollar oder Euro, weil sie ja mit ihm Werbung gemacht hat. Ja, dann werde ich mal auch da anfragen. Wenn ich dadurch nicht. Abonnenten bekomme. Ja. Abonniert mich. Ich bin ein Blogger. Ich blocke the world. Go out. Block the world. Ich frage an beim Hotel.
Carmel Hostel. Kann ich ja anfragen, ob ich umsonst da nicht du darfst. Schlafen kann, dann spare ich mir die 20 Euro, 30 Euro. Die Straße weiter. Da ist eine andere Straße, ist eine andere Gegend. Man muss klein anfangen, bevor man in Dubai landet. Ja, auch du kein Lümmel im Verkehrsgetümmel. Nein. Schnell, zieh durch. Marschieren. Ja, die Lampe habe ich nicht gefunden jetzt. Eine Weile gesucht, zwischendurch waren wir ja da gesehen auch noch essen. Und als ob das Essen nicht schon genug wäre, esse ich jetzt auch noch ein Stück Kuchen von gestern. Ist ja schade drum. Jetzt schneide ich gleich die Videos. Es ist jetzt mittlerweile 4:30. Schneide ich jetzt die Videos bis um 4:30, 5:30. Um 5. Ich hoffe, ich bin schnell durch heute und dann. Ja, und dann schauen wir mal. Die Katze ist auch schon wieder hier, die will auch schon wieder. Mami ziehen. Die will auch ihre Aufmerksamkeit, natürlich. Die bekommt sie auch. Du bist eine süße Katze, eine süße Maus bist du. Da würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen, wenn noch was Aufregendes passiert. Der Dennis wollte eigentlich noch vorbeikommen, dann schalte ich natürlich wieder ein. Aber ansonsten sehen wir uns halt morgen. Abonnieren, denkt dran, immer schön abonnieren, immer schön weitersagen. Vielleicht ist es ja was für euch. Denkt dran, heute kommen auch noch diese anderen Videos, also diese, der Schlauchwechsel Vorderrad, den stelle ich heute auch noch rein. Der kommt extra, der hier nur im Schnelldurchlauf gewesen ist. Den könnt ihr in voller Länge in einem anderen Video sehen, in Tommy repariert Video, ja. Also bis dann, gehabt euch wohl, wir sehen uns, ciao.